Bei vielen hat sich Langeweile breit gemacht. Dein Smartphone in deiner Nähe und man schaut sich ein Video nach dem anderen an. Wenn einem langweilig ist, dann ist die Gefahr zum Haram sehr groß. Denn man fühlt sich sicher und unbeobachtet. Ein falscher Klick, ein Augenblick der Unachtsamkeit und man ist mitten in der Sünde. Wir haben ein Jahr hinter uns, das in die Geschichte eingeht. Denn Allah Subhanahu Wa Taala hat die Welt mit einem Virus befallen, das mit bloßem Auge nicht mal zu sehen ist. Diese Zeit hat uns aufgezeigt, wie hilflos der Mensch, die Gesellschaft und die Politik in Wahrheit doch sind, aufgrund der Pandemie, die uns getroffen hat. Leere Moscheen, leere Einkaufsstraßen, viele Aktivitäten fielen aus und man war gezwungen, seine Zeit zu Hause zu verbringen. Es war ein Umstand, der uns bis dato völlig fremd war. Meine lieben Geschwister, wir wundern uns oft, dass wir im Alltag Problemen ausgesetzt sind, denen wir nicht standhaft entgegentreten können. Wir sind schwach erschaffen und bei kleinen Verlockungen des Shaytan fallen wir manchmal in eine Sünde. Es sind die Gesetze und Verständnisse des Islam, die uns wie ein Wegweiser auf den geraden Weg führen sollten. Doch wir vergessen dabei eine sehr wichtige Sache. Wenn wir aus dem Haus gehen, überprüfen wir, ob unser Smartphone voll geladen ist, ob wir unseren Schlüssel und unser Portemonnaie dabei haben. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit. Ohne diese Dinge fühlen wir uns im Alltag verloren. Subhanallah. Doch denken wir eigentlich an das Wertvollste, was wir bekommen haben? Es ist der Iman an Allah Subhanahu Wa Taala. Wir wundern uns darüber, dass wir draußen schwach sind und unser Iman hin und her schwankt. Das Problem liegt vielleicht darin, dass wir in unseren vier Wänden unseren Pflichten nicht nachkommen. Stattdessen ziehen wir uns in eine Komfortzone zurück und tun fast alles, was der Shaitan von uns verlangt. Zu Hause haben die sozialen Medien, das Smartphone und die Couch Vorrang. Nur weil wir in Isolation gedrängt wurden, heißt es nicht, dass der Islam zu Hause aufhört. Unsere vier Wände sollten ein Ort werden, um Allah Subhanahu Wa Taala noch näher zu kommen. Diesen Umstand der Isolation sollte man als eine Chance sehen. Der Prophet sallallahu alayhi wasallam hatte sich in die Höhle Hira zurückgezogen, um über den wahren Sinn des Lebens zu reflektieren. Woher komme ich? Was mache ich hier? Wohin gehe ich? Warum das Ganze? Doch wir schauen uns Videos an und beobachten Menschen, wie sie durch Haram erfolgreich geworden sind und stellen uns die Frage, wie ich es auch schaffen kann. Die Komfortzone darf nicht unser Untergang werden, sondern eine Chance, indem wir uns Allah Subhanahu Wa Taala noch mehr hingeben müssen. Das Rezitieren des Koran, die geheimen Gebete und das Erkennen unserer wahren Existenz sollten im Vordergrund stehen. Denn wenn dein Zuhause sich zu einem Ort entwickelt, in dem Allahs gedacht wird, wird es zu einem gesegneten Ort, der von Engeln umgeben ist und nicht vom verfluchten Shaitan. Der Gesandte Allahs sallallahu alayhi wasallam sagte, das Haus, in dem Allahs gedacht wird und das Haus, in dem Allahs nicht gedacht wird, sind wie das Leben und der Tod. Wollen wir den Feind Allahs einladen oder eher die Zufriedenheit Allahs erlangen?